bisschen leise, noch ein kleines bisschen zu laut. Ja, jetzt ist sehr laut. Genau, so, dann mach ich nochmal ein bisschen runter. Wie gesagt, wir mussten davor ein bisschen improvisieren, was Sound angeht. Und deswegen hat sich das hier alles ein kleines bisschen verstellt. Aber jetzt sollte soweit alles in Ordnung sein. Quatsch. Ich hab auch den Falschen hier runtergedreht. Fällt mir gerade auf. Jetzt sollte es alles passen, verdammt. So, Test, Test, 1-2, 1-2, sind wir zu hören? Hallo, passt alles? Sind wir jetzt adäquat laut genug? Ja, nee, ich hatte eben die Musik leiser gemacht statt den Mainstream. Ach, ja, aber die Musik war ja eh nicht zu hören, das war ja ganz am Anfang unser Problem. Aber apropos Problem, wie viele Probleme habt ihr jetzt eine ganze Woche lang wach zu bleiben? Ohne Schlaf. Es fängt schon mit Tag 1 bei mir an. Das ist schon toll, ne? Ich bin froh, dass morgen Pfingsten, also Pfingsten Montag ist. Ihr habt auch frei, oder? Ja, wir haben auch frei. Ja. Schön. Also wir haben zumindest Feiertag. Jeder hat frei, natürlich. Es gibt ein paar Leute, die auch morgen arbeiten müssen. Ich hätte tatsächlich normalerweise auch Arbeit an Feiertagen, aber ich habe mir frei genommen an einem Feiertag. Ah. Damit ich in der Früh aufstehen kann um 5. Juhu. Genau, erstmal vielen Dank für deinen Resub. Yay. Und danke auch an alle anderen, falls ich da jetzt irgendwann mal jemanden verpasst hatte. Legend Dragon sehe ich hier gerade noch so spontan. Und aber vielen Dank für eure Subs und Resub und was auch immer. Genau. All das Geld, das ihr reinspült. Genau. Willkommen beim Summer Games von Quick Restream, also Summer Games von Quick 2023, um genau zu sein. An meiner Seite habe ich hier Daftus. Hallo, ich bin der Daftus, ich bin an seiner Seite. Und Asratel? Ich bin auch dabei. Okay, du hast dich wenigstens kurz gehalten. ich bin der Veni. Hallöchen. So, wir haben ein schönes Programm, wir haben ein schönes Schedule, das ihr auch unterm Stream sehen könnt oder dem Punkt Programm, könnt ihr einfach aufklicken. Danke, oder halt im... Was? Achso, ja. Oder mit Ruf genau. Sein Schedule, so wie es Skadaddy vorgeführt hat. Vielen Dank, Skadaddy. Ach, jetzt weiß ich auch, was du mit Rufzeichen meinst. Ausrufezeichen. Das hast du vorhin so hinter den Kulissen schon ein paar Mal erwähnt. Ich wusste mal nicht, was du damit meinst. Ihr nennt das nicht Rufzeichen? Nee, wir nennen es Ausrufezeichen. Warum würde man es Ausrufezeichen nennen? Ja, weil es ein Ausruf halt. Aber es ist nur ein Ausruf, nicht mehrere Ausrufe. Außerdem ist Ruf so viel kürzer. Ja, stimmt schon. Ja, egal. Das ist mir aber jetzt gerade erst klar geworden. Nein, aber Ausrufezeichen Schedule oder Sendeplan. Das könnt ihr alles benutzen, um halt mal einen Blick ins Schedule zu werfen. Und wo wir schon dabei sind, was ist so euer Highlight? Worauf freut ihr euch schon am meisten? Oh, Schedule ist tatsächlich ziemlich cool. Ich freue mich am meisten auf Peggle Deluxe. Wer das nicht kennt, das ist ein Pachinko-Spiel, das rausgekommen ist vor mehr als 2 Dekaden. Aber es hat eine erstaunlich aktive Speedrun-Community und was man würde als ein pures Glücksspiel, hat tatsächlich erstaunlich viel Tiefe und hat eine erstaunlich große Community mit regelmäßigen Speedrun-Turnieren im Jahr. Also ich bin da sehr... sehr gespannt auf, wie der Run in GDQ werden wird. Okay. Und Asratel, wie sieht's bei dir aus? Ich bin sehr gespannt auf Hitman. Das kommentierst ja, glaube ich, auch du, Daftus. Ha, ja, das stimmt. Ja, also da bin ich sehr gespannt drauf, weil das Spiel ist wirklich cool und davon, also von diesem Modus Speedrun zu sehen, ist auf jeden Fall sehr spannend. Das gezeigt wird, ist spezifisch Hitman 3 Freelancer, was eine Art Roguelike-Modus ist, wo man zufällig in die Map reinspawnt, zufällige Targets hat, die an verschiedenen Orten sein können. Also war sehr spannend auch zum Recherchieren. Ich hab das sehr viel gespielt, wo der Modus rauskam. Sehr schön. Hi, Blue! Hi, Blue! Genau, Hallöchen! Und erstmal Grodaradas, vielen Dank für deinen Resub. Und Nickmi, vielen Dank für deinen Resub. Vielen Dank euch. Veni, worauf freust du dich denn am meisten? Sollte das tatsächlich in Frage stehen? Es ist ein Thief bei diesem Event dabei. Also ich freue mich auf Symphony of the Night, wenn es kommt. Okay. Nein,
tatsächlich auf Thief morgen. Wobei Symphony of the Night auch ein ganz heißer Kandidat wäre, theoretisch. Okay. Ich hätte tatsächlich geraten, dass Sonic Frontier auch für dich ein Ding wäre. Aber ich weiß nicht, wie groß dein Fan ist von Sonic Frontiers bezieht. Ja, ich bin, das ist ja immer so ein Irrglaube. Die Leute denken ja immer, ich bin, weiß ich, was für ein riesengroßer Sonic-Fan. Nein, ich bin Fan von den Sonic Masters, den Spielen, und von Sonic Generations. Die fand ich halt wirklich gut. Aber so die meisten anderen Sonic-Spiele, gut, die Mega Drive-Dinger, die kommentiere ich ganz gerne. Und spiele sie ab und zu auch mal ganz gerne, so ist es nicht. Aber nicht überall, wo Sonic dabei ist, muss ich unbedingt gleich mit reinrätschen. Okay, verstehe. Das heißt, du bist nicht ein Sonic-Fan, sondern ein Tails-Fan. Ich verstehe ich dich wieder ein bisschen besser, Veni. Ich hasse Schön, dass wir das geklärt haben. Ich hasse und Sevega und Quandra. Ja, doch, Quandos. Genau, ich habe wie ein R zu viel gerade mal reingebracht. Vielen Dank für eure Resubs. Sind beides Resubs gewesen, naja. Und Quandos, du kommst jetzt ins Fernsehen, ja. Tatsächlich ist das erste Spiel, das wir sehen werden, tatsächlich Sonic Frontier. Ich glaube aber, das ist das einzige Sonic-Spiel in dem Marathon diesmal. Nein, Snolf. Snolf ist noch dabei. Das ist ein Sonic-Spiel? Ja, okay. Das ist ein Fanmade Sonic Golf-Spiel. Hey. Das hatte ich irgendwann, ich glaube letztes Jahr war das, da hatte ich das schon mal kommentiert. Ich wusste im Vorfeld gar nicht, was das ist. Und beim Vorbereiten habe ich dann gesehen, oh, Sonic-Spiel, cool. I see. Tatsächlich. Und hier Sonic DX war doch irgendwie noch dabei. An einem Abend sind zwei Sonic-Spiele noch. Ah, okay. Hey, Shadow the Hedgehog und Sonic Adventure war es, genau. Dann haben wir ja eh noch erstaunlich viele Sonic-Spiele vor uns. Ja, so ein paar sind dabei. hallo, Hamster the Head. Hallöchen. Hallo. Aber ja, ich war tatsächlich auch überrascht. Ich habe von Sonic Frontier nicht viel mitbekommen, außer dass es sehr verschiedene Reviews gab. Es sah ziemlich cool aus für mich, aber ich habe es nicht gespielt. In der Vorbereitung für den Speedrun habe ich erstaunlich viel zum Lernen gehabt. Nicht über Spiel, sondern über was Speedrunner machen mit dem Spiel. Okay. Ziemlich gut. Okay, das klingt doch schon mal gut. Als Sonic Frontier ist das Neueste? Korrekt, ja. Das ist das Open World Sonic Spiel. Genau. Smack, vielen Dank für deinen Resub. Hallo. Na, ihr habt doch bestimmt ein Sub-Incentive. Erzählt doch mal. Ja, genau, das können wir auch mal kurz erwähnen. Wir haben einen Sub-Incentive, nämlich das Rage-Percent von Civ. Oder nee, das war Kanalpunkte, ne? Nee, Rage-Percent war Subs, glaube ich. Genau, Rage-Percent, das, wenn 400 Subs insgesamt erreicht werden über das Event, so, dann genau. Hat Civ die Chance, wieder ein gutes altes Rage-Percent zu zeigen bei uns. Mhm. Das ist eine alte Tradition, wo sich Civ hinsetzt und ein Kaiser Mario Spiel oder Kaiser Mario Hack spielen wird und sich dabei vermutlich sehr aufregen wird. Genau, hoffen wir es zumindest. Das ist nämlich sehr lustig. Ja. Hi Blue. Hallo Blue. Schön, dass du da bist. Ja, haben wir schon mal die beiden Kommentatoren für den ersten Run. Yay, wir sind pünktlich. Ja, alles gut. Ich wollte gerade sagen, dann muss ich ja jetzt Blue hier auch nochmal als Kommentator mit reinfügen, aber ja, die sieht man ja im Moment noch gar nicht, die Kommentatoren. Also es ist egal, was da drin steht. Da ist auch keine Ahnung, irgendeinen blöden Spruch reinschreiben, würde keiner mitkriegen. Aber wenn du schon dabei bist, kannst du... Doof oder so. Kannst du die Quelle refreshen? Blood hat geschrieben, dass das vielleicht gerade gut wäre. Ja, kann ich schnell mal machen. Passt. Moment. Aber ja, abgesehen von den Sub-Goals, das unten angezeigt wird in der Leiste, gibt es auch eine Kanalpunkte-Challenge, die wir am Laufen haben. Und das ist ebenfalls von Civ. Wenn 1,25 Millionen Kanalpunkte übers Event gesammelt werden, dann darf sich Civ 12 Stunden lang hinsetzen und einen Helltaker 100% Run lernen und dann bei unserem Event zeigen. Der Civ hatte bisher nicht viele Chancen gehabt, was selbst zu zeigen. Dementsprechend hat er jetzt die Chance mit eurer Unterstützung. Wenn ihr denkt, hey, was wir machen, ist geil. Und ihr habt die Kanalpunkte oder die Subs da, dann darf Civ auch mal hier rangehen und was zeigen. Genau. Und wir kriegen was zu machen. Also er darf, er muss. Ja, stimmt, er muss. halt, wir zwingen ihn, er hat keine Wahl. Richtig. Nee, aber du hattest ja eben das Rage-Percent schon angesprochen. Wir haben es halt vor ich glaub, 3 Jahren oder so, haben wir es im Endeffekt eingestellt, weil es ja doch ein paar Beschwerden gab, weil es teilweise ein bisschen ausgeartet ist.
Aber ja, wir können es mal wieder bringen. Gerade kurz angeschrieben, deswegen muss ich mal ganz kurz gucken, hätte was Wichtiges sein können. Zorro übernimmt dann ab, so kurz nach 19 Uhr die Regie. So, nice. Nur zur Info. Von Ehren. Ja, relativ spontan für Zorro. Genau. Ja, aber du bist ja auch einer, also von daher. Damn. Aber wir können ja die Frage an Blue auch nochmal weiterleiten, weil er zu dem Zeitpunkt noch nicht da war. Ja. Worauf freust du dich bei diesem GDQ am meisten? Auf alles, was ich nicht sehen kann, um ehrlich zu sein, weil wie ihr vielleicht, wenn ihr, also ich tippe mal, mittlerweile wissen es alle, dass dieses Wochenende oder beziehungsweise nächstes Wochenende noch die Play Forward stattfindet. Mhm. Und ja, da gleichzeitig halt auch einige sehr gute Runs laufen. Unter anderem haben wir Lunestis, was ich zwingend nicht kommentieren kann. Oh. Schade. Oh. Aber wir haben einen guten dafür gefunden. Okay. Und halt auch Babsias Blindfolded Run ist am diesem Wochenende, worauf ich mich sehr freue. Es ist zwar ebenfalls BOTW, was ich schon gesehen und kommentiert habe, aber es ist trotzdem immer cool, ihn dabei zuzuschauen. Mhm. Ja. Verständlich, verständlich. Von den Runs, die du sehen kannst, auf was freust du dich am meisten? Oh, schwierige Frage. Ich habe das ganze Schedule gar nicht so im Kopf, gerade was davor alles kommt. Ich glaube, Hitman freue ich mich sehr drauf, ehrlich. Mhm. Weil Hitman ist immer witzig. Vor allem jetzt halt zu sehen, wie Duff sich auf einen Modus vorbereitet hat, der komplett RNG-based sein kann. Er will mich nur auslachen, ey. Ich bin gespannt, wie du es vorbereitet hast. Aber auch auf ebenfalls mit Taftes zusammen Peggle, weil Peggle ist super gut und wenn ihr Peggle nicht kennt, schaut Peggle. Weil ich habe ihn nicht bezahlt, ich schwöre. Weißt du, warum das gerade so witzig ist? Daftus hat vorhin gesagt, er freut sich am meisten auf Peggle. Ja. Satel hat vorhin gesagt, er freut sich am meisten auf Hitman. Scheiße. Und du hast genau diese beiden Spiele jetzt auch. Ich weiß, ich habe den Stream gerade noch angehabt, als ich hochkomme. Das war nicht. Ach so. Mann, aber ich hab's nur so halb mitbekommen. Oh, ich hoffe, du hast dich übrigens auf True Ending vorbereitet, Daftus. Das war ein Incentive. Ja, es ist witzig, dass du das sagst. Ich suche gerade nebenbei, was es ist. Ja, ganz einfach. Wir müssen eine andere Sache am Ende machen. Die kann ich aber kurz erwähnen. Okay. Das ist. Mann, was würde ich nur machen ohne dich? Ja, ich weiß. Okay. Was? Nee, ich hatte vorhin, das wollte ich eigentlich auch noch vorlesen, aber irgendwie bin ich von abgekommen. Im Chat haben nämlich auch einige geschrieben, worauf sie sich am meisten freuen. Der Geldmager freut sich am meisten auf Super Mario. Alyosha auf Banjo-Kazooie und Super Mario 64. Ich denke mal, bei Geldmager wird es dann auch Mario 64 sein. Mm. Ja gut, Lucifer freut sich am meisten auf das Chaos mit mir, aber das ignoriere ich jetzt einfach mal. Tatsächlich, F-Zero Speedruns sind großartig. Die sind immer sehr hohe Energie, hart viel Execution, also das sind gute Runs. Mhm. Das ist gut, Mibi, dass du sagst. Das liegt scheinbar an uns. Wir übertragen den Stream ein bisschen laggy. Okay, also ich hatte eben schon mal einmal aktualisiert. Ich kann mal, ich mach mal 720p einfach rein. Schauen wir mal, ob es damit irgendwie. Ja, okay, mach mal rein. Sonst anschreiben. Ja. Es wäre kein Event. Nein, es ist definitiv die Übertragung, die gerade laggy ist. Okay. Ja, Moment, dann schreibe ich Risa mal kurz an. Juhu. Oder schreibe mal direkt in die Regie. Ich schließe währenddessen mein Fenster. Ja. Ich tue das. Und ich kann in der Zeit ein bisschen labern. Okay. Ich bin ja erst dazu gekommen. Ihr habt vielleicht schon auch gesehen, dass sich mal wieder unser Layout ein bisschen verändert hat. Ihr habt wieder einen weiteren Einblick in die wundervolle Arbeit der Designleute und der Programmierer gesehen. Also ich möchte einmal hier ganz speziell shoutouten Dorian und Risal, wodurch diese wundervolle Subgoal-Bar zu sehen ist, haben sie sehr gute Arbeit geleistet. Hell yeah. Und was ihr dann auch sehen werdet, wenn wir im Commentary drin sind, die Overlays für die Kommentatoren angezeigt werden und wenn sie reden, ist auch noch moderner denn je. Also ja. Absolute Ehrenmänner. Wir sind noch nicht komplett fertig, aber ich hoffe, dass wir es endlich zu Dokumi schaffen, dass auch alles dann super aussieht. Weil aktuell sieht noch nicht alles super aus. Aber ist viel zu tun. Ich muss aber auch in derselben Stelle mal sagen,
liebe ich jetzt schon das Design von GDQ für dieses Jahr. Mhm. Ich liebe den Touch, den sie dieses Mal haben. Es ist fresh. Cool. Ich habe halt jetzt inhaltlich noch nicht so wirklich drauf geachtet, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist dieses Mal ein sehr wieder retro-based Sachen. Okay. Wenn man auf das GDQ-Logo achtet, hat das so einen leichten Flimmer-Touch wie von einem Röhrenfernseher. Mhm. Die Anzeigen der Bits und nicht der Bits, der Bitwars und die Incentives sind ein bisschen angelehnt an alte Windows. Ich habe keine Ahnung, welches Windows. Ich weiß nicht auf den Namen. Eins der älteren vor XP irgendwann. 95. Ja. Ich kam oder ME, das war doch auch vor. Ja, ME war auch noch vor XP. Aber ich liebe diese ganzen Kleinigkeiten. Die gefallen mir immer sehr. Ich gucke jetzt auch die ganze Zeit wegen dem Laggy. Im Moment ist es in Ordnung, ne? Ja, würde ich sagen. Wirkt es wieder flüssiger. Ich habe ja beide Streams gleichzeitig offen. Mhm. Also ich lasse es jetzt erstmal kurz auf 720p. Mhm. Rizal schaut schon drauf. Was ist mit Master-System? Ich bin getriggert. Achso, nein, Master-System wegen dem Design. Achso, ah, okay. Ich dachte, die Sega-Konsole war gemeint. Übrigens, ich sehe Dokumi-Hype. Ja, also ich erwähne es gerne nochmal, weil Weser unbedingt möchte, dass wir dafür so viel Werbung machen wie möglich. Nein, Spaß beiseite. Falls ihr halt am Wochenende irgendwo in der Nähe von Göttingen wohnt und sowieso nichts vorhabt, außer unsere Streams zu schauen, könnt ihr uns wieder live vor Ort sehen. In Göttingen direkt auf dem Marktplatz und dem Haus. Ich weiß nicht immer, wie es halt ist. Da sind wir mit jeweils Ständen dort, einmal am Samstag und am Sonntag, und präsentieren mal ein bisschen anderes sonst. Auch Speedruns, aber auch ein bisschen Talk-Sachen. Also falls ihr euch dafür interessiert, ihr kriegt, solltet ihr nicht da sein nächste Woche, dann aber die Wiederholung davon. Das ist natürlich nicht Livestream, während hier GDQ läuft. Genau. Imagine it. 70 Star down to 25 minutes. Final Fantasy runs in under an hour. Yep. Super Mario Brothers in 4 minutes and 53 seconds. No more reasons than all the viewers. I'll be a god. You're a madman. Just like nächste Woche dann nach Göttingen schauen. But why bother with the heist at all? You already had the tape. No, eine Monat. I got a new phone recently. Da können wir auch noch empfehlen. Is this what normal pre-shows are like? Yes. Okay. Hobbs, what are you gonna do now? Well, it's simple. First, I'll tackle Mario. Move over, Grand Pooh Bear. There's a new Baron of Shell Jumps now. Then, how about Zelda? Blindfolded. Why stop at Breath of the Wild any percent above beyond Saturday? I'll tackle the whole series. Aber wieder, jetzt muss man uns auch wieder hören. Hallo, hallo, Test. Champion. Hoffentlich. Aber auch jetzt gerade. The entire event will be mine. Get used to GDQ, everybody. No. Unlimited power at my fingertips. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt ist. Where's the tape? Also, ich habe kurz reingehört, wir klingen nochmal, aber jetzt laggt der Stream auch, wie man sieht. Immer noch laggy Audio. Ja, okay. Ja, David, ich kann nichts dafür. Ich wollte gerade sagen, so, Driver, warum mache ich alles kaputt, wie die ist in der Regie? Wir sind dahinter. Ja, genau. Also, wir kümmern uns um. Oh, warte, wir klingen gut, oder? Nee. Doch? Okay, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ihr seht ja, bei GDQ läuft es perfekt, die haben uns die Probleme zugeschoben, ist ganz klar. Genau. True. Fakten. Nee, aber Rizal guckt da gerade drauf, also gehe ich jetzt mal von aus zumindest. Ich dachte gerade für eine Millisekunde, die haben jetzt schon das Super Metroid Incentive Save for Kill the Animals angemacht, also, bis ich gesehen habe, dass das für Mega Man ist. Nice. Übrigens, Daftus, ich muss eine Aussage, die du gerade eben über Sonic Frontiers getätigt hast, einmal äußern. Okay.
Du hast gesagt, das wäre ein Open-World-Spiel. Ist es nicht, es ist ein Open-Zone-Spiel. Das haben sie sehr betont, das ist nicht, die das jemals getan haben. Okay, Verzeihung. Gut, dann ist es ein halbes Open-World-Spiel. Aber das macht Sinn. Ich schätze, in meinem Kopf habe ich auch mir gedacht, ist das nicht wirklich Open-World? Aber gut, passt. Open-Zone. Mhm. Trollpool, ja, wir wissen's, wir wissen. Wir sind dahinter, wir schauen es uns gerade an. Wir sind gerade froh, dass man uns überhaupt einigermaßen ordentlich hört. Jetzt müssen wir das nochmal hinkriegen, das ist irgendein Serverproblem gerade. Also, keine Ahnung, vielleicht sind da einfach zu viele Leute in der Gegend im Internet und deswegen ist unsere Verbindung. Your badge was right next to the safe. Da war gar so then it was just a simple matter of biding my time and waiting for the perfect opportunity to take this tape right out from under your greedy little nose. Guards! Take him away. Suboptimal. No! I thought they were just a legend. Wait, no! Hold on! Tell me one more thing. Why did you really suspect me? You gave me a fist bump for my terrible joke. You hate my jokes. No! Wait, but the tape's mine! Oh, so. Okay, so we got the tape. You ready to show everyone a first speed run? Yes! All right, who's got the VHS player? I guess we didn't think about that before. If you're the tech guy, don't you have a VCR? Can I help you? A video cassette recorder? What's a cassette? You're so young. Spike has all the gadgets? What? I mean, it's 2023. No one's got a VCR anymore. Well, this all feels like a massive waste of time now. But you know what isn't a waste of time? Sticking around for the first speedrun of the marathon. We have Sonic Frontiers by Alpha Dolphin coming up. But before that, I'm going to throw it up to the front to Mike Uyama, Layla Fulahan, and Greta Doucette. Stick around, everyone. This is going to be an awesome week of speedruns. Yeah! Hello? Hello, hello. Ich hab wieder platziert, Leute. Ich hab die Spitzhacke in der Hand. Genau. Ich höre nur, ob sie die abgehauen hat. So, Frage ist halt nur, ob man uns jetzt erstmal wieder einigermaßen hört. Test. 1-2. Ist ja auch nicht so, dass also in den ersten Minuten von Sonic Frontiers einfach super viel passiert, was Daftus erklären muss. das okay. Ich mach's mit Pantomime, dann verstehen sie mich. Oh, warte. Du schreibst es in den Chat. Also, jetzt sind wir gerade in First Cyberspace, da gehen wir jetzt ganz schnell durch. Da ist ein perfekter Jump von dem Bump. Einfach schnell. Oh, wir sind leider schon im ersten. Dass man uns hört, das wissen wir. Ich weiß halt. Also, Probleme sind noch nicht behoben. Hm. Aber trotzdem danke für den Hinweis natürlich. Yeah. Wir haben noch das Glück, dass ein bisschen GDQ noch allgemein Intro macht, informiert über was passiert. Hoffentlich gibt es dem Server genug Zeit, dass er einmal durchatmet, dass er auf die Schulter geklopft kriegt und sagt, ja, das du Herr von Server, sie sind vollkommen okay. Nee, und weil Goradaros, so rum, das gerade nochmal geschrieben hat. Also am Twitch-Server wird es sicherlich nicht. Ich meine, GDQ hat gerade 35.000 Viewer, das ist echt nicht so viel. Ja, noch nicht ja. So viel. Also genau. Es ist nur der Mainstream, der läuft ja flüssig. Also das liegt irgendwie eben an unserem Server. Ich glaube, im Moment sind wir ganz weg, wie es aussieht. Ja. And in just over a decade of SGDQ, es ist kein Problem. Das kann ja passieren. Hätte jetzt jedem passieren können, wenn ich weiß, oder doch. Es ist immer so, dass wir, wenn wir neues Stuff ausprobieren, der erstmal ein bisschen zickig ist. Man kann leider nicht viel. Oh, das Bild sieht sogar flüssig aus hier gerade. Bei mir ist Oh, sind wir da? Haben wir es gefilmt? Klingt auch normal, okay. Vielleicht ist es behoben, ich weiß es jetzt noch nicht. Ist Riesal einfach ein absoluter Gott? Hat's Riesal gefixt? Moment, nichts mit neuem Setup zu tun. Ey, okay, ich hätte jetzt gedacht, dadurch kam's. Oh, okay. So,
ich habe es nochmal im Chat geschrieben, falls irgendjemand, falls ich das bei irgendjemandem nicht automatisch wieder gestartet habe. Einmal das Applaus für Rizal. Yeah. Ja, das erste bekommen. Hey, man muss Arbeit lohnen. Ich kann nicht. Genau. Von null auf genau. Null. Dieser kriegt ja zur Gehaltserhöhung. Gott verdammt! Okay, und es leckt wieder. Okay. Okay. Wir geben jetzt Bloodhive die Schuld. Weil Bloodhive gerade spielen wir zumindest seitdem wieder weitestgehend flüssig da. Ach, schön. Er hat's gejinxt. Ja, und nicht wir, definitiv okay. Nicht wir, ne? Donation incentives before. Do you think we can do it, crowd? Ja. Oder sitzen da ja schon. So. Ja. Und die werden das mindestens im Lauf des ersten Runs gefixt. Ist doof für den ersten Run. Genau.